Ja, sehr geehrter Herr Vizekanzler, Hohes Haus. Budgetuntergruppe 40, Wirtschaft. Wie erwartet, gibt es auch hier nichts Großartiges zu berichten. Der Kollege Matzneider, doch, da ist er wieder. Eben reingekommen, haben wir schon gedacht, Sie sind wieder in die Wirtschaftskammer abgedampft, weil Sie da vorher so enthusiastisch von der so großartigen Stimmung in der Wirtschaft berichtet haben. Die haben Sie vielleicht in der Wirtschaftskammer, Herr Vizepräsident, aber draußen in der Wirtschaft herrscht eine gute Stimmung schon lange nicht mehr vor. Und Sie sollten sich, Herr Vizepräsident der Wirtschaftskammer, einmal in Ihren Dienstwagen setzen und einmal Betriebe abfahren. Ich bin erst gestern mit einem Geschäftsführer und Eigentümer aus dem Industriezentrum Niederösterreich Süd zusammengesessen. Ich muss Ihnen sagen, und das ist die einhellige Meinung in der Wirtschaft, die Stimmung ist sehr, sehr schlecht und bedrückt. Und das hat einen Hintergrund. Das sind nicht die bösen Freiheitlichen, die immer alles schlecht reden wollen, sondern das ist letztendlich die Regierungspolitik der letzten Jahre, die zu dieser schlechten Stimmung in der Wirtschaft führt und geführt hat. Und das muss man hier klipp und klar und deutlich sagen. Und wenn Sie mit Unternehmern sprechen, wissen Sie, die haben das Gefühl, dass sie ausgepresst werden wie eine Zitrone. Die letzten Umsätze, die dürfen es dann großartig versteuern, sie dürfen am Monatsletzten die Gehälter ausbezahlen, sie müssen die Lohnnebenkosten entrichten, die Sozialversicherungen stehen ja ein paar Stunden später schon auf den Zehen, wenn man mal vielleicht ein bisschen Liquiditätsprobleme hat. Das sind die wahren Probleme in der Wirtschaft draußen. Und nicht, was die Wirtschaftskammer mit dem Herrn Vizepräsidenten hier sich letztlich vorgaukelt. Die Steuerbelastung viel zu hoch. Wir wissen, dass die Steuer- und Abgabenquote trotz der Steuerreform, die nächstes Jahr kommen wird, noch immer bei rund 43% sein wird. Sie ist letztendlich noch immer viel zu hoch. Und einen Vorwurf muss ich gerade der sogenannten Wirtschaftspartei ÖVP auch hier mitgeben auf den Weg. Ihr lasst sich leider von einem Regierungspartner, dem man nur Wirtschaftsfeindlichkeit unterstellen kann, ständig über den Tisch ziehen. Setzt euch doch verstärkt durch. Peter Haubner, Hand aufs Herz, das ist doch so. Die sogenannte Lohnnebenkostensenkung, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, das war doch bitte nicht einmal ein Tropfen am heißen Stein. Die Stimmung ist einfach sehr, sehr schlecht und Unternehmer sagen mitunter ständig, dass eigentlich kaum mehr Motivation vorherrscht, innovativ und wirklich mit Elan und mit Motivation ans Unternehmertum heranzutreten. Wir haben fehlende Reformen. Das Steuersystem gehört ja längst vereinfacht. Auch die Unternehmensbesteuerung ist in Wahrheit zu hoch. Wenn die SPÖ wieder mal was von sogenannten Reichensteuern fabuliert, ja, was meint man denn damit? Dass man Stiftungen höher besteuert? Nur wissen Sie, was zumeist in Stiftungen geparkt ist? Unternehmensbeteiligungen. Wollen Sie wirklich dafür sorgen, liebe Damen und Herren von der Sozialdemokratie, dass noch mehr Unternehmen den Weg ins Ausland zum Beispiel suchen? Versuchen Sie doch bitte mal nachzudenken und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik zu leben in diesem Land. Zum Budget. Ja, Millionäre, das ist immer dieselbe Leier. Das hört man von Ihnen eh schon lang. Gehören Sie vielleicht auch dazu, Herr Vizekanzler? Vizekanzler, das ist hinter mir, Herr Vizepräsident. Ja. Im Budget nehmen wir uns nur zwei Punkte des Budgets her, die letztendlich... Ja, weh Sie als Vizekanzler lieber, das sage ich ganz offen. Die Wirtschaftsförderung dämmt man ein, nämlich um ein Viertel. Man geht von 150 Millionen auf 110 Millionen, was die Wirtschaftsförderung betrifft, hinunter. Die thermische Sanierung wird weiter eingedämmt, nämlich von 45 Millionen auf 13,5 Millionen. Und das führt eben letztendlich zu der schlechten Stimmung in der Wirtschaft, die dazu führt, dass wir heute über 400.000 Arbeitslose haben, davon 120.000 Ausländer. Das hat unser Generalsekretär Kickl gestern bereits gesagt. Wir haben aber demgegenüber nur rund 40.000 offene Stellen. Da bin ich schon ganz gespannt, wie man jetzt die heuer 100.000 Asylwerber hier integrieren möchte, wie sie die Sozialdemokratie auch möchte. Also das sind ja Absurditäten. Das ist ja nicht anders zu beschreiben. Die FPÖ hätte sich ein deutlich stärkeren oder Wirtschaftsankurbelungspaket fürs Budget gewünscht. Es ist leider nur lauwarme Luft rausgekommen. Herr Vizekanzler, liebe Bundesregierung, Sie können aber jetzt unmittelbar vor Weihnachten doch noch soziales Herz zeigen, nämlich im Zusammenhang mit 2.500 gekündigten Zielpunktmitarbeitern. In diesem Zusammenhang bringt
der Abgeordnete Christian Höbert weitere Abgeordnete folgenden Entschließungsantrag ein, betreffend Vorleistung der Bundesregierung zur Auszahlung der ausstehenden Gehälter für Zielpunktmitarbeiter. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, rasch und unbürokratisch für die ausstehenden Gehälter und insbesondere für das Weihnachtsgeld der durch die Zielpunktinsolvenz betroffenen Mitarbeiter in Vorleistung zu treten und diese zur Auszahlung zu bringen. Christian Höbert von der FPÖ ist der Meinung, dass sich die Wirtschaftspartei ÖVP in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten von der SPÖ ständig über den Tisch ziehen lässt. Rainer